Freunde, schön, dass ihr da seid. Heute wollen wir uns mit lustigen Farbeffekten befassen. Dazu brauchen wir sehr, sehr helle Farben. Oder wir hellen uns die Farben auf, wie wir das haben wollen. Wichtig ist, dass wir ein paar alte Quark- oder Joghurtbecher oder sowas haben. Also irgendwelche kleinen Töpfchen, die wir mit Farben befüllen können, ganz schnell. Ein Pinsel, eine alte Leinwand, die wir nicht mehr brauchen, so mit solchen kleinen Stöpseln ausgestattet. Ein Papptray, wo es nicht so auf das Geklecker ankommt. Ja, und viel Spaß und gute Laune. So, wir fangen jetzt einfach an mit einer Farbe, das ist ziemlich egal. Sie muss hell sein, das ist jetzt wichtig. Und es sollte kein Silikon drin sein. Das ist auch wichtig, ja? Dass ihr jetzt Farben verwendet, die kein Silikon haben. Braucht ihr auch nicht. Für das, was wir jetzt machen wollen, brauchen wir kein Silikon. So, jetzt geben wir ein bisschen Blau dazu. So, das jetzt hier ein bisschen ändern. Wir machen uns Farbstreifen. So. Okay. Und ja. Wichtig ist, wenn wir diese Farbstreifen machen, dass wir die Farben recht hell nehmen. Dass wir das ein bisschen verblenden. Das heißt, wir gehen da so lange rüber und rüber, bis es unserem Farbwunsch, unserem eigentlichen entspricht. Es geht hier jetzt nicht um perfekten Himmel oder sowas, nicht, dass ihr das denkt. Hat das gar nichts mit zu tun, aber sowas von überhaupt nicht. So, wir werden jetzt hier wieder ein bisschen heller. Das ist reinweg Spaß an der Farbe. Ein Wasserpott braucht ihr natürlich auch zum Auswaschen des Pinsels. So. Und jetzt nehmen wir mal unser Knallgelb. Das ist Neongelb. Das wollte ich eigentlich so nehmen, wie es ist. Ups, Pinsel. Man darf auch ruhig was durchgucken, es spielt gar keine Rolle, ob da jetzt sowas passiert wie jetzt hier. Das ist okay, das finde ich gut. Wir wollen jetzt lediglich ein paar Streifen in tollen Neontönen haben. So. Das so nicht machen. Ich muss das in der Hand halten. Das liegt einfach daran, dass ich ein bisschen anders male als vielleicht der ein oder andere von euch. Das soll euch nicht irritieren. Ihr macht das so, wie ihr das wollt. Und damit hat sich das. Ne? Sieht schön aus, wenn man das schafft, dass das Verblenden auch schön aussieht. Was ich vorhabe, ist so, ja, wo ist denn mein, naja gut, nehmen wir das alte Tuch, aber mal abstupsen, den Pinsel, ne? Ich brauche euch das mal ja nicht zu erklären, also ich gehe davon aus, es
dass jeder, der hier zuguckt, schon mal in irgendeiner Form ein bisschen gemalt hat. So, die Kanten machen wir auch ein bisschen mit. Jetzt kommt unser Orange. Das Orange kann eigentlich auch direkt genommen werden. Jetzt kann ich so viel auftragen brauchen, aber vielleicht mache ich das gleich nochmal an einer Stelle. So, sehr schön. Jetzt geht es in unser Orange über. So. Das sollte jetzt eigentlich noch ein bisschen verlaufen. Das braucht nicht akkurat zu sein, euer Farbverlauf. Da kommt es überhaupt nicht drauf an. Im Gegenteil, wir machen da gleich noch was. So, jetzt kommt hier noch mal ein bisschen Gelb drüber. Wenn das ein bisschen unterschiedlich ist, ist das auch okay. Muss nicht hier und da und dort alles dasselbe sein, ne? Überhaupt nicht, gar nicht. So, jetzt nehmen wir mal Pink. Das ist eine kreischige Mischung, ich weiß das. Viele schlagen jetzt die Hände beim Kopf zusammen und sagen, oh Gott, Pink, oh nein, wie furchtbar. Ganz schrecklich. So. Auch hier machen wir uns wieder so ein bisschen. Ich glaube, dass in dem Pink irgendwas drin war. Furchtbar. Ich hoffe nicht, dass da Silikon drin war. Denn kann aber sein. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Eine alte Packung genommen, weil ich dachte, ach, brauche ich nicht mischen. Aber so soll man das ja auch nicht machen. So. Weg damit. Hoffentlich war da jetzt kein Silikon drin, sonst wird das hier nicht klappen. Also ist wichtig, dass Silikon fern bleibt. So. Ich will das jetzt nicht Schweinchen rosa. Mischen wir mal. Es wird schon hier rosa, das wollte ich natürlich auch nicht, aber eine schöne helle Farbe, das ist wichtig. So. Okay. So, jetzt müssen wir hier nochmal ran. Pinsel nehmen. Das ist doch nicht, dass wir hier keine Pinsel hätten hier. So, kommt mal Gelb rein. Warum mache ich da Gelb rein, wenn ich Orange brauche? Warum fasse ich ins Blau? Ach, ist es heute wieder ein Tag voller Tücken und Pannen. Man möge es mir ja verzeihen. So, jetzt geht das schon etwas besser. Okay. Was nehme ich denn jetzt noch für eine Farbe? Wieder Blau. Ich überlege. Oder nochmal Gelb. Gelb wäre auch nochmal klasse. Gehen wir hier nochmal wieder so ein bisschen raus. Also ist vom Prinzip her ist es egal. Es geht nur um helle Farbtöne. Und poppige Farbtöne. Es soll ein bisschen was Poppiges sein. Ein bisschen was Frisches. So. Hier nochmal ein bisschen rüber mal. Die Seiten sind nicht so wichtig. Das spielt keine Rolle. Ach, sieht das wieder köstlich aus. So scheiße verblendet hier. So.
Okay, alles klar. So, wenn da irgendwas durchscheint oder es spielt gar keine Rolle, könnt ihr mir blind vertrauen. Das ist gerade sehr reizvoll. So, okay. Bisschen Geld wieder. So, das kommt sowieso nachher alles weg. Da sieht man nichts mehr von. So, wir haben nur so ein bisschen verblendete Landschaft hier. Darunter schimmert irgendwas durch. Das spielt aber keine Rolle, das ist lustig. Hüsterli, hervorragend. So. Jetzt fragt ihr euch, was soll das denn werden? Kein Problem. Das Rätsels Lösung gibt es gleich. Jetzt werden wir alles füllen. So, wir sind mit Föhnen fertig und ziehen uns Handschuhe an. Holen wir uns ganz normalen Acrylbinder. Nichts Besonderes, nur Acrylbinder. Acrylbinder. So, dann nehmen wir uns einen alten Pinsel, das kann so ein Ola Baumarktpinsel sein, den benutze ich für allen möglichen Schrott. So, und damit bepinseln wir jetzt diese Oberfläche einmal dünn. So, wenn das jetzt zu dick wird oder zu dicklich wird, dann verdünnt er das eben mit ein bisschen Wasser. So habe ich jetzt auch eben einmal im Wasser den Pinsel gestupst, weil das so furchtbar dick ist, das Zeug. So, und jetzt wird hier einmal alles bepinselt. Das ist wie eine Trennschicht, müsst ihr euch in diesem Falle so vorstellen. Für das, was wir gleich weitermachen, ist das eine Trennschicht. So. Unsere Farben werden da jetzt drunter eingeschlossen, sozusagen. So, ein bisschen brauche ich noch hier. Gut. Na prima. So. Keine Haare drauf. Doch. Aber was soll's. So. Das war der Acrylbinder. Was machen wir jetzt? Pinsel sollten wir sofort ins Wasser tun, weil ansonsten war es das mit unserem Pinsel. Zumindest einmal schnell ausspülen. Aber besser, wie gesagt, einweichen und ja, richtig gründlich sauber machen hinterher. So, was machen wir jetzt? Unsere Lieblingsbeschäftigung. Wir füllen.
schönen Comeback. Wenn ihr jetzt ein Härchen wirklich seht, dann hängt das halt runter. Wenn es nachher irgendwo dazwischen ist, das nervt dann. Ich habe doch gerade ein Pinselhaar gesehen. Das ist dann doof, wenn man es dann hinterher an der Oberfläche hat. So. So, weg ist es. Wunderbar. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt hier ein bisschen, kleines bisschen, was ist jetzt trocken und klebt nicht mehr. Wir wollen uns jetzt eine Farbe aussuchen, auch wieder eine ganz helle. Und ein Stück Folie. Plastikfolie, so ein bisschen knisterige Plastikfolie brauchen wir. Wir können jetzt auf verschiedene Weise arbeiten. Entweder wir nehmen uns jetzt solche Folie oder wir nehmen uns so eine Folie. Und ich mache einfach mal jetzt, schneide mir jetzt von der Folie einfach mal von der Knallfolie mal ein bisschen was ab. Ein kleines Stück. Ich möchte ganz gerne möchte ganz gerne mit der Knallfolie arbeiten und mit der normalen Folie. So, ihr werdet euch wundern, was man damit alles so machen kann. Und diese Folie, die ihr ansonsten noch raussucht, das kann eine kleine von einem Kuchenteilchen oder von irgendwas. Egal, es muss nur so sein, dass es sich schön knautschen lässt. Ja, es gibt so Folie, die ist sehr stabil, die macht diese Knicke nicht, die können wir nicht gebrauchen. Ne? Wir nehmen uns jetzt eine Folie, die sich ein bisschen, ein kleines bisschen anpasst. So, und dann nehmen wir uns einen Pappteller, ganz normal, wie man das so von einer Gartenparty kennt. Und auf diesen Pappteller geben wir jetzt mal eine Farbe. Ich möchte ganz gerne mal dieses knallige Grün nehmen mit Metallic. Ja. Das rühre ich mir erstmal um. Dazu nehme ich einen schmalen Spachtel und rühre das so ein bisschen um. Ja. Wir sehen, das ist wie Pudding, so, ne? Also, ja. So. Okay. Wir geben jetzt einfach ein bisschen was von dieser Farbe mit diesem Spachtel auf diese, auf diesen Teller. Ihr seht, das ist ein schönes, helles Metallicgrün. Das sieht ganz nett aus. Geht ihr mit der Folie, da macht ihr euch so ein geknautschtes Bällchen. Dann geht ihr jetzt da rein. Und benutzt das auf den Bereichen mal so, wo ihr wollt. Lasst das einen kleinen Moment so ein bisschen anziehen. So, wunderbar, das reicht schon. Dann nehmt ihr euch mal die Knallfolie. Taucht die auch so oberflächlich hier ein. Es soll gar nicht so viel sein, nur so ein bisschen. So, und dann drückt ihr das mal drauf. Es soll nicht einfach alles damit voll sein oder so. Nö, gar nicht, nur so ein bisschen. So, wunderbar. Das reicht schon. Ich wollte einfach noch mal ein bisschen Effekte haben. Okay, dadurch, dass wir hier zu viel ist,
Dann habt ihr jetzt die Chance, dadurch, dass ihr ja Binder aufgetragen habt, könnt ihr das dann mit einem Papiertuch wegtupfen. Spielt keine Rolle. Glaubt mir, es spielt keine Rolle. Was wir hier machen, ist alles, ja, sagen wir mal so, for fun. Ja? Gut, das soll schon reichen. Wir föhnen wieder. Wir sind mit unserer Föhnerei wieder fertig. Diese Farbe ist trocken. Und sie klebt kaum noch. Naja, gar nicht mehr. Alles ist gut. So. Jetzt holen wir uns Spüli. Jetzt werden wir mit dem Spüli ich hole euch ein bisschen näher ran, dann seht ihr alles ganz genau. So. Jetzt werden wir mit dem Spüli auf unsere Leinwand ein Muster machen. Okay, ich denke, wir fangen einfach hier oben an und gehen mal nach da unten. Ich muss mir hier ein bisschen mehr Platz machen, damit ich nicht so viel daneben plöre. Das ist einfach nervig. Ich muss hier unten ein bisschen Freiraum haben. So, komm mal aufs Mulle. So, wir gießen unser Spüli jetzt einfach von oben runter. Und ja, so einfach nun auch wieder nicht. Wir können irgendwelche Formen nehmen oder ja, Bereiche machen, die in irgendeiner Form uns irgendetwas bedeuten sollen. Das soll sagen, unser Zentrum sein. Ich nehme mal hier diesen gelben Punkt und dann, boah, oh, ein Holzstöckchen, das hat hier schon Luftblasen gemacht. Warum geht das jetzt nicht weg? Jetzt. Okay. So, diese dicken Spüliblasen, die wollen wir nicht. Die nehmen wir weg. Ein anderes Holzchen. Da, wo das Spüli soll nämlich überall auf unserer Oberfläche sein, das ist wichtig, ja? So. Dann fangen wir hier nochmal an. Machen hier nochmal ein paar Krakenarme, hätte ich beinahe gesagt. So, gut. Ah, diese blöden, dämlichen Luftblasen. Ich will auch keinen Mensch haben hier. So, da wo nämlich diese Luftblasen sind, da haben wir Probleme mit unserer Farbe gleich. So. Gut.
erstmal jetzt ein kleines Momentchen so liegen. Okay. Gucken uns das nochmal an, ob genug Arme da sind. Das ist ganz schön, wenn ihr die Enden etwas spitz machen. Ein bisschen was rausziehen. Okay, oh, das riecht nach Apfel, das Zeug. So. Warum muss Spüli nach Apfel riechen? Finde ich doof. Wenn kleine Kinder das jetzt in der Hand hätten, die würden denken, oh, lecker. Und schon hat man dann wieder das Theater, das verschluckt wird. So. Gut. Das soll reichen. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Und jetzt gleich werdet ihr sehen, was ich mache. Auf jeden Fall. Und hier will ich noch mal einmal rüber. Hier will ich noch mal rüber. Und hier. Bitte nicht. Ach, das geht mir aber jetzt auf den Nerven hier. Oh, das ist doch mal ruhig. Dann das für ein dickes Ärmchen jetzt geworden. Naja, es macht nichts. Es macht nichts, ob dick oder dünn. Wir werden jetzt sprayen. Ja, ihr habt gehört, sprayen. Das ist richtig, was ihr da gehört habt. So, jetzt muss der Hund hier sowieso weg. Wir bewaffnen uns mit so einer Maske. Saublöd. Ich weiß mal, ein Schwarz. Okay, Leute, ich suche eben mal mein Schwarz. Der Motz jetzt, weil er hier nicht reinkommt und vor der Tür steht. Ich könnte mich wegschmeißen, so. So, und jetzt lassen wir das Ganze mal trocknen. Ich hole euch mal noch näher ran, dass ihr das sehen könnt, was hier so abgeht. Sehen. Okay. Dann,
lassen wir das jetzt einfach mal ganz in Ruhe. Bis es trocken ist. Ja, es klebt noch. Also bitte warten und schön trocknen lassen. Das sieht irre aus. Richtig irre. Metallic dazwischen und diese kleinen Arme. Das Türkis sieht besonders irre aus hier unten. Okay. Wir lassen es jetzt einfach mal weiter trocknen. Und ich föhne noch mal ein bisschen. Okay. Hier klebt es nicht mehr, aber da an den Ecken klebt es noch. Es braucht ein bisschen Geduld zum Trocknen. Ich hole euch wieder ran, wenn es soweit ist. Es muss ein bisschen antrocknen. Tschö, bis gleich. So, da bin ich wieder. Mütze Sasche. Mundschutz kann ab. Ihr macht schön Fenster auf, dass Luft in die Bude kann und dann ist gut. So. Und jetzt waschen wir unser Spüli darunter. Müssen wir machen, weil das sowieso nicht fest wird. Das ist wirklich nur unser Platzhalter. Auch wenn die schönen schwarzen Effekte jetzt weg sind, das ist halt so. So, wir wischen das jetzt einfach ab. So. Was kommt raus? Es kommt unsere Farbvorläufe kommen jetzt raus. Unsere Metallic-Flecken, die wir aufgebracht haben. Hätte sogar noch mehr sein können. So. So. Seht ihr das? Ihr könnt das natürlich noch mit ganz anderen Effekten versehen. So wichtig ist, dass ihr das Schwarz ein bisschen antrocknen lasst. Nicht zu lange. Sonst geht es nachher nicht mehr ab. Aber auch nicht zu kurz, weil sonst geht zu viel und dann geht das Schwarz mit weg. Das wollen wir ja nicht. Schwarz soll ja stehen bleiben, ne? So. Wenn ihr das so vorgewaschen habt und nicht mehr so furchtbar viel Zeug in euren Gulli reinkommt da von dem Schwarz, dann könnt ihr den Rest auch einfach abwaschen. So wie jetzt. Ne? Jetzt gehe ich an den Wasserhahn und wasche das einfach mal ab. So, meine Lieben. So, da bin ich wieder. Ja, das ist alles abgewaschen. Was ich traurig finde, das ist das hier, die Metallic-Farbe. Ich glaube, die habe ich mir damals aus England schicken lassen. Ja, Scola Pearl Paint. Die braucht man sich für gar nichts. Eigentlich nicht, weil hier hat es ja auch wieder nicht funktioniert. Ich habe sie schon mehrfach benutzt und ja, mir gefällt das halt nicht. Was diese Metallic-Farbe so treibt, ich mische mir ja meine Metallic-Töne sonst auch selber. Aber ich wollte jetzt mal schneller da zugange kommen und deswegen habe ich jetzt einfach diese fertige genommen. Und wie man sieht nichts mehr davon. Das ist etwas, was ich ein bisschen doof finde. Ansonsten finde ich die ganze Sache sehr lustig. Wie rum man das Ganze nun betrachtet, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich weiß nur, dass ich das Ganze noch weiter bearbeiten werde. Schauen wir mal und ich zeige euch dann demnächst mal kurz das Ergebnis.
Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Mir hat es Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Da bin ich mir ganz sicher. Tschüssikowski.